Hi Leute, ich habe in der letzten Folge gesagt, ich muss noch eine Folge oder ich nehme noch eine Folge auf. Ich nehme jetzt noch eine Folge auf. Ach ja, also wie letztens schon gesagt, ich sollte an meiner Dinge für meine Bachelorarbeit tun. Immerhin, Stand 26. Januar. Ich hatte mein Gespräch mit dem Prof. Ich kann das so umsetzen wie geplant. Dann sind wir noch so ein paar Dinge durchgegangen. Oh, schon wieder Gewitter. Was ist hier eigentlich? Bist du bei Sozialhase? Warum können wir das nicht? Okay, wir können das nicht öffnen. Was ist hier noch los? Oh, kostenlose Speisen und Getränke. Bis frei. Okay, und wir sind unseren Übernachtungsgast dann hoffentlich los. Was ist denn da alles an einem Tag? Wow. Okay. Was wollte ich denn sagen? Achso, genau. Ja, und gestern habe ich mein React-Native-Projekt aufgesetzt. Und schon mal ein bisschen mit dem Theming gespielt. Mal gucken. Ja, aber ich weiß nicht, ist das interessant, wenn man Sims guckt und dann von jemandem aus dem Privatleben was erfährt? Immerhin kann ich jetzt, können wir jetzt hier das aufrollen. Das ist ja auch schon mal gut. Und frühstücken. Sehr schön. Und dann können wir uns vielleicht hier irgendwann nochmal um unser Gemälde kümmern. Oh nein! Es geht immer alles kaputt. Es ist wie im echten Leben. Oh Mann. Wie meine Autobatterie, die sage und schreibe ein Jahr und einen Monat gehalten hat. Immerhin wurde sie auf Garantie getauscht. Aber ich sag mal so, wenn großartig auf der Rechnung steht, 3 Jahre Herstellergarantie, ne, dann wäre es auch schon ein bisschen traurig, wenn man die dann selber bezahlen müsste. Genau, und dann kannst du dein Gemälde fortsetzen, bis du zur Arbeit musst. Ich wollte gerade sagen, hier musst du irgendwie durch. Na, 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 na. Oh. Die laufen alle ganz merkwürdig. Und warum schaufelst du auf meinem Grundstück Schnee? Warum? Oh, ich habe schon wieder besteuert. Vielleicht sollte ich das Mikrofon doch ein bisschen runterdrehen. Sollte ich das tun? Weiß ich nicht, so 1,2 Dezibel, 1 Dezibel runter vielleicht. Dann gehe ich mit dem Spielton noch einen Ticken runter und jetzt sollte es vielleicht hinhauen. Wobei ich trotzdem nicht weiß, was du hier tust und warum und wieso, weshalb. Also, ich glaube, wir haben wirklich Feiertag heute. Was machen wir? Schneeballschlacht. Mit wem? Oh, die haben aber auch alle ganz schön zu tun, ne? Wow. Wollten wir jetzt alleine eine. Ach, ich laufe genauso rum. Was? Warum bist du traurig? Wegen traurigen Übernachtungen. Genau. Du machst eh nichts, dann kann ich dir auch sagen, dass du nichts machen sollst. Können wir den Tag verschönern. Wir müssen doch zur Arbeit. Okay. Hä? Arbeiten wir erst ab um 9? Tatsächlich, ich dachte ab um 8. Schmeicheln. Über Tanztechniken reden. Formalen Schwärmen. Und eine tiefgründige Unterhaltung. Nach Tag fragen. Und über Logik. Ach, keine Ahnung. Wir müssen hier erstmal ein bisschen quatschen.
Ist ein Spinner. Ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Familienbewusst und noch irgendwas. Geteiltes Leid. Wir können über kalte Temperaturen reden. Und jetzt gehen wir zur Arbeit. Okay, wenn du müde bist, dann leg dich doch hin und schlaf. Genau. Okay, wir sind zur Arbeit. Morgen ist Silvester. Alles klar. Okay, und irgendwie müssen wir unser Spaßbedürfnis hochkriegen, sobald wir von der Arbeit zurück sind. So, du könntest ja zum Beispiel auch... Ja, komm, wir können unser Gemälde malen. Können wir nicht? Oh, zu angespannt. Ich dachte, das bringt dir Spaß. Gut, dann Fernsehen. Oder trainieren. Oh, guck. Die Sims-Variante von Zumba können wir doch machen. Soll ja auch helfen, wenn man angespannt ist. Plum-Boomba-Tanzvideo. Okay. Also, davon hätte ich doch jetzt tatsächlich gern noch ein Screenshot. Vor allem, wie sie das halt auch einfach... Aha. ...in Hausschuhen macht. Also, ich ziehe dafür ja Turnschuhe an, aber gut, man kann das auch in Hausschuhen machen, ne? Und es bringt Spaß. Sehr schön. Und mach das angespannt weg. Das, so hatte ich mir das vorgestellt. Das ist schön. Was machen die hier eigentlich? Mhm. Ja, okay. Die haben auch ordentliche Schuhe an. Und eine Matte drunter. Also diese Filme, die sind ja... Wer macht einen Bär mit? Diese Filme, die mit dem Heimkino-Ding oder so mitkamen. Oh! Das ist gut. Die sind ja irgendwie aus Sims 3, aber das ist ja Sims 4. Das wäre so gewollt. Das da. Über Plopsi versenden. Oh nein, das Essen ist schon wieder... So. Eigentlich kann sie auch aufhören. Gut. Ha! Sie hat auf mich gehört, das ist schön. Ich glaube, das fällt mir jetzt erst auf, dass das Katzen sind. Das ist ja putzig. Süß. Okay. Genau, die Schüssel leeren. Kostenlose Speisen und Getränke. Genau. Und wäre ja angebracht. Und dann müssen wir die Schüssel wieder füllen. Okay, wo sind die Katzen? Oh, auf dem Klo. Und wir müssen das leeren. Und baden und ans Telefon gehen. Was? Manabu Okamoto. Keine Ahnung. Entscheide selbst. Das Lichterfest hat begonnen. Und wir gehen jetzt baden. Inspiriert. Achso, weil wir was verkauft haben. Also ich hatte letztens eine halbe Stunde, also um auf die Sportgeschichte zurückzukommen, eine halbe Stunde, wie heißt das, Pilates für Anfänger gemacht und danach noch ein anderes 25-Minuten-Workout. Und ich hatte danach ziemlich Muskelkater. Und letztens habe ich dann eine Viertelstunde, Zumba sage ich schon, eine Viertelstunde, wie heißt das, Pilates gemacht und dann noch eine Viertelstunde irgendein anderes Workout mit Michel zusammen und dann noch ein Cooldown-Video, weil das Workout-Video hatte keinen Cooldown. Und dann hatte ich auch Muskelkater. Also ich glaube, ich habe immer noch ein bisschen Muskelkater im Bauch, wobei ich heute vielleicht nochmal irgendwie so ein Pilates-Video machen wollte, weil das lustig ist und weil ich gestern Abend nicht wirklich einschlafen konnte. Okay, wir können ja dann zusammen zu diesem Abend in der Stadt gehen.
hereinbitten und freundlich vorstellen. Kennen wir uns nicht? Doch. Aber wir wollen uns freundlich vorstellen. Wir wollen einen Schauplatz besuchen. Aber wie? Wo? Wie ist das hier auch? Oder ist das... Gehört das hier dazu? Ich meine, wir können ja einfach hier irgendwo hingehen. Hier in diese Lounge zum Beispiel. Du bist das, oder? Du kamst vorbei zu Besuch. Können wir dich doch mitnehmen? Was? Talentwettbewerb? Ich dachte, es gibt kostenloses Essen. Ja, gibt es. Wir nehmen das da. Weil wir haben Hunger. Ich meine, es ist auch Zeit für Abendessen. Sieht doch gut aus. Jetzt sitzen wir da. Und mampfen. Und dann könnten wir aber auch. Ey, da stand. Ich wollte auch dran teilnehmen. Kann man nicht? Okay, dann nicht. Immerhin haben wir das jetzt erledigt. Was ist hier los? Karriere einschlagen. Ja, das ist aktuell ein bisschen schwierig. Aber es gibt Ruhm, wenn wir Reparaturtipps geben. Sozialhase öffnen. Also jeder braucht seine beste Freundin. Nachrichten? Was? Bitte geh zurück in dein Haus und schließe die Tür. Niemand möchte dich in der Öffentlichkeit. Was? Ja, was? Okay, alles klar. Wie auch immer. Können wir. Ja. Wieso ist ja eigentlich. Immer noch. Ja, ist doch gut. Habt ihr das doch alles gesehen? Vor allem dieses 22 Tage, ist das, wie lang das noch zu sehen ist, oder? Ach, nee, das ist das Datum von hier, oder? Nee, aber das ist ge. Oder? Wenn das Silvester ist, 1. 22, 23. Theoretisch? Nee, warte. 7, 14, 21. Und dann 28. Ja, keine Ahnung. Dann verstehe ich es auch nicht. Du solltest dir noch eine Portion nehmen. Du sollst ja schließlich auch satt werden. Ach, hier können wir an Open Mic teilnehmen. Okay. Okay. Wenn du auf die Bühne gerufen wirst. Okay, man muss Comedy-Auftritt erst schreiben, alles klar. Plaudern, auf Getränk warten. Okay, jetzt haben wir ein Getränk bekommen. Auch gut, aber wir sind halt müde. Jetzt. Na dann. Beauty is in the house. Oh Gott. Ja, so wird das nichts.
Ich glaube, wir beschleunigen das mal ein bisschen, oder? Hä? Aber ich singe doch noch... Jetzt verstehe ich es nicht. Aber es sieht doch sehr wunderschön aus, wenn man es beschleunigt, oder? Okay, dann nicht. Aber dann nimm dir noch ein Gericht. Oh Mann. Ja, das war irgendwie so ein bisschen Reinfall, oder? Ist dir nicht kalt? Weil wir haben Frost. Und du rennst hier so rum. Tu, was du nicht lassen kannst. Ja. Okay, geh auf Toilette und dann... Oh, das ist aber eine schöne Farbe. Hände waschen. Feini, auf nach Hause. So müde wie sie ist, wird es wirklich Zeit. Mount Kumrebi. Und dahin. Auf nach Hause. Ach, jetzt haben wir Amy mit. War das Amy? Wir haben jedenfalls jemanden mitgenommen. Es war vielleicht nicht gerade die beste Idee. Ich glaube, sie ist auch gar nicht mitgekommen. Das Ding haben wir weggeschickt, genau. Das Ding, das Gemälde, was wir verkauft haben. Zeit fürs Bett. Und so. Naja, haben wir doch wieder zwei Folgen Sims aufgenommen. Mal gucken, wie es nächste Woche weitergeht. Okay, wir sehen uns nächste Woche. Tschüss.